Es gab einmal drei tapfere Helden, erwählt von einem Artefakt, dessen Name lautete der Trine. Du kennst die Geschichte über ihr Treffen und wie sie Champions ihres Königreichs wurden? Höre die Geschichte ihres neuesten Abenteuers. Etwas Mysteriöses und Magisches ging im Wald vor sich. Der erste der drei Helden war Amadeus, ein Zauberer. Vielleicht nicht der mutigste oder der mächtigste, doch war er schlau und verständig. Dann war da noch Pontius, der Ritter, furchtloser Beschützer des Reichs, der gutes Essen, Tränke und den Kampf liebte. Und zu guter Letzt Soja, eine Diebin. Eine Unternehmerin. Soja, eine Unternehmerin. Sie war geheimnisvoll und in einer dunklen Nacht nur ein vorbeihuschender Schatten. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Together mit mir, Elkibuch LP und Jan Zockt. Genau. Moin Moin. Wir spielen Trine 2. Genau. Ja. Und können ja am besten gleich mal starten, oder? Genau, leg mal los. Gut. Ah, wir beginnen mit dem Zauberer. Der Zauberer schlief in seiner Hütte. Das war der Ort, an dem er seinen Feuerballzauber studieren konnte, verborgen vor den spöttischen Augen seiner Frau. Hey, mach das aus! Ich bin hier am Schlafen! Was ist denn? Wer ist da? So. Da bist du auch. Sehr gut. Und wir wissen noch gar nicht genau, was uns da blendet. Genau. Was uns geweckt hat. Ich würde sagen, wir gehen mal raus. Genau. Wir spielen jetzt erstmal beide den Zauberer. Das ändert sich nachher im Verlauf des Spiels, aber glaube ich noch. Wir kennen beide das Spiel übrigens nicht. Genau, also wir haben lediglich mal ganz kurz in den Anfang geguckt, damit das technisch hier funktioniert. Ansonsten lassen wir uns mal überraschen. Ich bin hier der gelb-orange Zauberer und Björn ist der blaue. Oh, da komme ich nicht mehr rauf. Ich warte hier einfach mal auf dich und spiele so ein bisschen mit diesem Felsen hier. Gucken kann ich. Ich bring dir einen Freund. Okay. Siehst du ihn? Oh, toll. Ich glaube, du hast einige... Ah, da bist du. Ah, okay. Juhu. Okay, super. Lass ich mir doch direkt mal... Nein, lieber nicht. Achso, den brauchen wir da vorne, ne? Was? Brauchen wir den, um da hochzukommen? Geht's hier unten nicht weiter? Weiß ich nicht. Doch. Es geht irgendwie. Ach nee, hier oben geht's nicht weiter. Geht's nicht weiter? Nee, also unten ist richtig, ja. Aber okay. Man kann auf jeden Fall irgendwie. Ich weiß nicht, was bringen denn diese blauen Dinger, die man hier so finden kann? Ah, so geht es natürlich auch, wenn wir den Pilz runterbiegen. Das stimmt. Ich hätte jetzt einfach diese Kiste hier beschworen. Nicht unbedingt genau über dir. Aber so hätte man auch hochkommen können, oder? Ja, wenn ich sie jetzt nicht so blöd durch die Gegend geschoben hätte, vermutlich schon. Ja. Und das Gute ist, wir können ja jetzt zwei Kisten eigentlich, ne? Können wir ja fast eine Treppe bauen. Ein Quadrat. Ein schönes Quadrat war das nicht, aber... Ach, ich ziehe hier auch nur Kreise. Siehst du eigentlich, wenn ich diesen Kreis ziehe? Nee, ne? Durch den Wald. Oh, warte, ich guck mal. Mach mal. Angst und Staunen hin und her gerissen, doch. Er ihn. Doch, kann man sehen. Okay. Ja, stimmt. Also ich sehe deinen Mauscursor nicht, aber... Ah. Ah, okay. Moment, ich spring drauf. Ich versuch's zumindest. So gut, jetzt biege ich ihn für dich runter. Komm rauf hier. Juhu. Oh, das ist Teamarbeit. Yeah.
Okay. Ach, wie hübsch. Ein Wasserfall. Ich verlange zu wissen, was hier passiert. Der Shrine. Also. Oh, hallo. Amadeus, pack deine Sachen. Wir müssen das Königreich retten. Was? Oh, das geht gar nicht, Porteus. Ich habe Kinder zu Hause, die auf mich warten. Ich kann nicht. Seine Hütte sah aber relativ leer aus. Das Königreich ist in Gefahr. Wird dieser Albtraum jemals enden? Seine Hütte? Genau, da waren keine Kinder drin, soweit ich das gesehen habe. Stimmt. Das war eine Lüge. Freche Ausrede. Ja. Dann hör mal zu. Obwohl hat... zog Pontius aus, da es auf den Bauernhöfen Ärger gab. Kriechende Ranken waren dabei, die Felder dazu zu übernehmen. Ah, okay, man spielt sozusagen das, was vorher passiert ist, ne? Genau. Wir sind vorhin auch nur so ein bisschen durchgerusht, um so ein bisschen die Steuerung auf die Reihe zu kriegen. Also von der Story wissen wir eigentlich auch nicht viel. Nee. Kennst du eigentlich den ersten Teil davon? Nee, auch nicht. Okay. Also ich weiß auch nicht, ob das sinnvoll ist, mit dem zweiten zu starten, ehrlich gesagt. Aber... ja, ich weiß. Auch nicht, was dieser Shrine sein soll. Sonst müssen wir den ersten Teil irgendwann danach mal nachholen. Genau. Mit ein wenig Glück gibt es heute Kürbiskuchen zum Abendessen. Oh wow. Ob die Kürbisse noch gut sind, weiß ich nicht. Wieso? Sind die so groß? Oder was ist mit denen? Oder weil wir drauf rumspringen und die... ah, ich verstehe schon. Bisschen weich, ne? Ja, ein bisschen. Ist schon Kürbissuppe drinne. Ja. Ah, okay, ja, Schild. Ja, gut. Oh. Ja, genau, bequem dich einfach rauf da. Wird dann ja nur noch schwerer, ne? Genau. So, jetzt müssen wir diese Ranke hier... habe ich sie getroffen? Die? Genau, nee, ich glaube nicht. Ah, genau, den holen wir. Ich weiß nicht, was diese blauen Punkte oder was das auch immer sein sollen bringen, die man so einsammeln kann. Ja, Waffe können wir auch noch wechseln. Achso, Bausrad. Ja, genau. Zum Hammer hier. Ah, okay. Er haut erst zu, wenn ich loslasse. Das sieht gefährlich aus. Ist das beim Schwert eigentlich genauso? Nee. Nee, das Schwert haut sofort. Ne, mit dem Hammer kann man vielleicht Anschwung holen. Ich weiß es nicht genau. Achso, da müssen wir aufpassen, dass es nichts auf den Kopf fällt. Ja, deswegen haben wir das Schild, denke ich mal, ne? Mhm. Okay, dann schnell hier raus. Nicht, dass du wieder gefangen bist, wie bei der Testaufnahme. Ach ja, stimmt. Stimmt. Da hing Björn hier einfach mal eine Runde fest. Muss man das jetzt noch kaputt machen? Ach ja, doch, nicht. Das, so ein bisschen drauf rumschlagen, denke ich. Ist aber ganz lustig. Spielt sich ganz lustig mit der Maus und so. Verstanden, was genau der Shrine tat. Aber er wusste, dass das Artefakt ihm hilft. Pontius war glücklich. Er konnte sich keine bessere Aufgabe denken, als sein Königreich zu retten. Na, wenn er das auch nicht weiß, umso besser. Dann muss man das scheinbar nicht wissen. Spät in der Nacht stimmt. War Soja in den Schatten verborgen, versteckt vor dem schimmernden Mondlicht. Sojasauce. Ja, hoffentlich nicht. Das finde ich sehr cool, dass man hier so drauf rumlaufen kann. Ja, das ist cool gemacht. Ist das eine Wäscheleine, ne? Oder so, ja. Wäscheleine? Ja, kann sein. Schießt du mit dem Bogen. Puh. Achso, nee, das Seil. Okay, klar. So war das. Genau. So. Kann man da drauf auch schießen? Wo drauf? Ich weiß nicht. Mach einfach mal. Ich bin hier schon einen Tick weiter. Oh, ich kann das... ach so, okay. Nicht gut. Soja glitt durch die Stadt, leise wie ein Flüstern. Nee, okay, da konnte man sich nirgendwo festhängen. Ich glaube, leise wie ein Flüstern bin ich nicht unbedingt. Ich schwing hier einfach eine halbe Stunde umher und lass irgendwann los. Wer mich nicht entdeckt, ist selbst schuld. Oh, wo kommst du denn auch her? Schon da. Ich weiß nicht, ich habe da oben irgendwo rumgealbert. Okay. Dann sah sie ein flimmerndes Licht oben an der alten Kirche. Wo? Das da?
Wir müssen auf jeden Fall hier irgendwie hoch. Ach so, stimmt. Ja, doch, stimmt. Das hatten wir ja auch. Probeaufnahme hatten wir hier irgendwo beendet, glaube ich. Ja. Also, nee, wir hatten ja sie noch zu Ende gespielt. Und dann hatten wir gesagt, okay, ist okay so. Ja. Reicht. Nee, wobei, hier brauche ich gar nicht. Wie kann ich denn loslassen? Was ist los? Ach ja, so. Leertaste zum geht, glaube ich, ja. Genau. Interessante Kulisse auf jeden Fall mit den ganzen Farben und so. Ja, ziemlich bunt. Ja. Aber auch der Hintergrund, der Mond ist schön. Ja, das sieht wirklich cool aus. Ziemlich viel hübsche Details irgendwie überall. Ja. Wie lästig. Was tust du hier mitten in der Nacht? Bist du nicht mit deinen Tricks und mit Clown beschäftigt? Dafür gibt es eine absolut gute Erklärung. Sagt mir, wo gehen wir? Das wissen wir noch nicht. Etwas Seltsames geht. Ein neues Wagnis. Sollen wir gehen? Ich denke schon. Ja, ist dieses Try... Oh, okay, warte, ich halte den Mund. Also war der Trine wegen der drei Helden gekommen und das Abenteuer war bereit für sie. Amadeus sorgte sich um seine Familie, während Pontius sich auf ihre neue Aufgabe freute. Soja stellte sich natürlich vor, was für einen sagenhaften Schatz sie finden könnten. Oh. Okay. Ja. Bist du durch mit der Handlung? Genau, ja. Ich habe auf Start gerade gedrückt. Ah, okay. Jetzt ist hier so bei mir der Grand Canyon oder so. Jedenfalls ein schöner Sonnenaufgang. Ja, ein bisschen pink vielleicht, aber sonst schick. Ja, muss auch sein. Wenn jetzt noch ein Einhorn vorbeikommt, sind wir falsch. Halte ich nicht für unmöglich. Nö. Das Abenteuer beginnt. Ah, okay, siehst du, wir können wechseln mit 1, 2, 3. Sehen wir uns etwas um. Sehr gut. Genau, und ich bin ausgerechnet die ich am wenigsten beherrsche, glaube ich, weil die... Wollen wir sonst tauschen? Ich habe ziemlich Lust, die zu spielen. Oder was heißt tauschen? Ich würde die nehmen, sonst eine Weile lang. Okay, und den bewahren wir vielleicht einfach mal für die Kämpfe auf. Ich glaube, anders ist der nicht nützlich weiter. Also, nee, ich denke auch. Also mir erschien er halt für Kämpfe super, aber jetzt nicht unwahrscheinlich praktisch. Obwohl, man weiß es nicht. Ja. Okay, da oben schaukelt irgendwie was. Und das Ding, auf dem du stehst, sieht so aus, als könntest du das... Entweder du das... Ah, okay. Oh, oh. Aua. Ich bin fast tot. So kann man... Ich hab dich aus Versehen geschubst. Aus Versehen? Das wollte ich nicht. Das war aber pure Absicht. Ich wollte gerade sagen, vielleicht kannst du das irgendwie schweben lassen. Also ich dachte eher an das unten dort. Ja. Das scheint auch zu gehen, oder? Ja, das geht. Ich wollte es eigentlich nur wegmachen, damit du jetzt nicht vorankommst. So als Rachefeldzug. Oh. Ah, okay. Aber da unten ist es nicht allzu schlimm. Da liegt sogar noch was. Haben wir das da gerade hingeschmissen aus Versehen? Ich weiß es nicht. Weiß es auch nicht. Aber schick sieht es hier aus. Erinnert mich eigentlich an... Ein bisschen an eine Gegend aus World of Warcraft. Hat auch so ein bisschen ähnlichen Stil, glaube ich, oder? Ja, so ein bisschen gezeichnet und so, ne? Ja. Oh, das ging gut. Also, gut, ich habe es natürlich trotzdem nicht geschafft. Ach so, ich kann... Ja, kommst du? Aha, ja, komm ich okay. Nicht alleine vorwärts, ich bin so gut wie tot. Oh, hier ist noch so ein... Ich muss gerade mit ihr noch ein bisschen klarkommen. Ich stehe vor so einem kriselnden Leuchtdingens. Und hier leuchtet noch was. Oh ja. Aber ich glaube, das ist nicht von Bedeutung. Ist das vielleicht eine Art Checkpoint oder sowas? Das könnte natürlich sein. Wieso habe ich jetzt eigentlich eine Kiste beschworen? Ich weiß nicht. Das hat, guck mal, ich glaube, dass unsere Health ist dann wieder frisch. Du bist wieder frisch jedenfalls. Ah, okay. Oh, okay, das biegt sich aber weit runter. Oh, wow. Oh, okay. Kommt auch noch sogar noch Wasser raus. Ach, wie schön. Oh, und jetzt wächst irgendwie was. Okay. Nee. Könnte diese doofe Tastatur mal da oben weggehen. Also ich habe hier so den Hinweis, ja, dass ich irgendwas weglöschen kann oder so. Objekte weglöschen. Sonst versuch das doch einfach mal. Vielleicht ist das dann weg. Ich weiß nicht, ich mach mal eine neue.
Dieses Wasser ist echt mächtig. Ich sollte mal versuchen, ob das auch bei Kartoffeln klappt. Ah, okay, jetzt habe ich es hinbekommen. Musstest du drauf zielen. Drauf zielen und Q drücken, damit die Kiste weggeht. Ah, okay. Achso, Moment mal, ich kann ja, kann ich mit E und Q auch irgendwas machen? Ich weiß es nicht. Okay, ich versuche mal erstmal weiterzukommen. Okay. Ja, ich hatte da gerade versucht, diese ganzen Dinger da hinten zu sammeln, aber das ging jetzt irgendwie nicht. Oder ich habe es nicht geschnallt. Ja, ich glaube, hier kommen wir bloß mit dem Dicken weiter. Stimmt, das kann gut sein. Aber bei mir hat mein Timer eben gedüdelt. Und ich denke mal, hier könnte man gut den ersten Cut setzen, oder? Super, genau. Dann machen wir einfach im nächsten Part an dieser Stelle weiter. Genau. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr weiterhin dabei seid. Absolut. Gut. Bis dann. Tschüss.